Willkommen zum heutigen Overwatch. Was ist mit ihm los? What the fuck? Torus hat Drehwurm. Hat er da Bots am Start oder was? Hör ich das richtig? Die haben einen Bot am Start, die anderen haben zwei Bots am Start. Was ist denn das für ein verdrehtes Spiel? 19, 12, 14, 15, 24, 11, 21, 10. Die Cities scheinen zu dominieren. Aber der eine dreht sich im Kreis. Hat er eine Quecksilbervergiftung oder was? Da hinten hüpft der Bot rum, der aber von einem Spieler gespielt wird. Also man rechnet eigentlich bei den Overwatches immer, dass es halt, ne, dass es direkt ganz normal anfängt, aber nicht, dass sich jemand vor ihm... Also ich meine, man kennt die drehenden Leute, diese normal drehenden Kreiselchen, aber der läuft ja im Kreis. Alles klar. Er ist sich doch ziemlich sicher, dass er da links ist. Ja, unraffiniert. Kann einfach durchziehen können, was für ein Dödel. Naja. Und der andere läuft immer noch im Kreis, die Nummer 6. Sogar auf der gleichen Stelle ist er wieder genau da gespawnt. Also, eben hätte ich fast gesagt, er ist sich etwas zu sicher, dass da überall keiner mehr ist und guckt direkt nach links, aber eigentlich ging es ja doch ganz gut. Den kann er hören, den Kerl. Das heißt, da kann man schon mal gerne drauf juckeln. Die Situation ist vollkommen cool. Oh. Immer noch im Lot. Also er hat da schon echt gut predicted, also links und rechts, aber das ist alles noch vollkommen in Ordnung. Jetzt hat er hier die Necke von juckelt auf die... Wahnsinn, krass, schießen die überhaupt nicht auf ihn drauf. Also ich meine, er war sehr lange im Sichtfeld des Feindes und hat aber durchgehend noch gelebt. Ich nehme an, das ist eine recht niedrige Elo. Die brauchen da etwas länger. Wir haben ja schon drüber gesprochen, wir wünschen uns, dass die Elos angezeigt werden. Dass einfach oben, dass, wenn man auf Tab drückt, dass dann einfach die Ranks da stehen. Das wäre wirklich eine sehr nette Sache. Dass man schon mal ein bisschen um- oder einschätzen kann. Ich meine, klar, es gibt noch Smurfer und Geboostete. Der Rank hat an sich ja nicht viel zu sagen. Aber trotzdem kann man sich schon mal, oder könnte man sich schon mal ein grobes Bild von dem machen, was man wohl so zu erwarten hat. Oh, ja. Naja. Krass. Wie auf dem Boden. Guck bitte nach oben. Widerlich. So. Also, was macht denn jetzt der Toaster? Er aimt ihn schon ziemlich hart ab. Also Toaster hat ihn eben sehr, sehr stark abgeaimt. Wie sieht es bei Toaster aus mit dem Ding? Alles in Ordnung. Gott, ich bin eigentlich gar nicht müde. Ich weiß nicht, Sauerstoffmangel oder sowas. Befällt mich gerade. Der eine dackelt da an den T-Spawn rum. Also ich denke, entweder versucht er zu safen oder er will sie irgendwie umlaufen. Das sind halt noch vier. Das ist vielleicht etwas hairy für ihn. Er geht jetzt auf A drauf. Ja. Also wie gesagt, bis jetzt kann ich noch nicht viel sagen. Es wirkt einfach wie Standardverhalten, was er da macht. Das wirkt wie eine Low-Elo. Und manchmal ist sein Crosshair-Placement echt unangenehm. Ich weiß nicht, ist es ein Trick, dass man in den Sprüngen auf den Boden guckt? Kann man dann irgendwie besser springen oder Bunnyhoppen oder wie auch immer? Obwohl er ja keine Bunnyhops macht. Oder guckt er auf den Boden, um zu sehen, wohin er fliegt? Falls ja, es scheint das schon wirklich eine Low-Elo zu sein. Oder zumindest ein Spieler, der nicht viel Erfahrung hat. Der eben auf den Boden gucken muss, um zu schauen, ob er von einer Platte auf die andere gesprungen ist. Da kommt jetzt gleich der Nächste auf Mitte. Wo ist jetzt gerade... Ich wollte gerade fragen, wo ist bitteschön der Hack bei ihm zu sehen? Und jetzt macht er einfach an, dieses dreckige Stück Scheiße. Ihm ist einfach währenddessen jetzt der Sack abgefallen. Lächerlich. Ja gut, eigentlich ist jetzt rum, ne? Ja, er ist zu... mal gucken, ob er... Oh, spule ich gerade vor? Nee. Ist das nochmal eine besondere Art gerade eben gewesen? Hat der ultra mit sich gezappelt. Wie kann man nur so ein widerliches Stück Scheiße sein, oder? Er war einfach... Also das ist dieses typische Beispiel. Er ist so schlecht. Also er ist einfach als Spieler sehr schlecht, als Mensch sowieso. Er ist als Spieler so schlecht, dass er sich an einem gewissen Punkt des Spiels sagt, so, jetzt werde ich... Jetzt, wo die Mutter gerade anschaffen geht, muss ich richtig anmachen. Ich muss es ja zeigen. Ich muss es meine Mitmenschen zeigen, wie hart das bei mir hier zu Hause zugeht. Jetzt holt er sogar die Autos. Ja, also, das ist wirklich die volle Übertreibung. Ich meine, so ein Anti-Aim-Gedöns ist ja einfach. Es geht nicht schlimmer. Guck mal. Achso, nee, ich spule gerade vor. Ja, läuft. Ich würde auch gerade sagen, guck mal, wie schnell er sich bewegt. Aber das. Ich habe es jetzt so durchlaufen gelassen. In dem Fall... Jetzt habe ich letztens nachgefragt und ihr habt mir, glaube ich, geantwortet, aber ich weiß es nicht mehr genau. Also scheinbar ist sowas ist immer ein Aim und auch ein Vision Assist. War es auch Other wegen einem Anti-Aim?
ist ein Anti-Aim Aim Assist oder ist ein Anti-Aim Other External Assistance? Ich muss es jetzt einfach nochmal fragen. Wahrscheinlich muss man das auch mit hinzuschalten, aber ich bin mal wie immer zu unsicher. Ich weiß nicht, warum ich mir das nicht merken kann. Ich bin einfach bescheuert wahrscheinlich. Und das lasse ich wieder so auf insuffiziente Evidenzien. Und dann wird das so passen. So. Und optimal, denn ich habe jetzt hier auch noch die Gewinner des Giveaways. Und zwar haben gewonnen Chaos Dämon, Christus Columbus, Rick Punkt, Jans Place und Red Hat Ginger. Ihr schreibt hier bitte unter das Video, oh, ich habe gewonnen. Und erst dann erfrage ich euren Trade-Link. Schreibt den bitte nicht im Vorfeld schon dahin. Ja? Keiner schreibt seinen Trade-Link hin, ohne dass ich danach gefragt habe. Und ja, ihr habt 14 Tage Zeit, die Skins abzuholen. Ich dachte, ich mache es jetzt in den Overwatch, weil die gehen halt meistens im Schnitt nicht so extrem lange. Und da ist es, denke ich, noch einfacher. Oder es sollte noch einfacher sein, dass man es auch mitbekommt, dass hier am Ende noch eine kleine Message versteckt war. Nun ja, soweit so gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand's. Ich wünsche mir wirklich seit langem mal wieder jemanden, der halt gar nicht hackt oder bei dem es wirklich ganz, ganz schwer ist. Es ist auch ganz nett, wenn jemand erstmal nichts hat und dann auf einmal anschaltet, weil es immerhin was etwas Erfrischendes ist. Es sackt immer so ein bisschen, wenn sie sofort anmachen. Meistens lasse ich diese Overwatches auch direkt weg. Aber da ich jetzt eh in Urlaub fahre, gleich oder bald, und ich für nächste Woche noch was brauche und ja eben diese Kürze jetzt gerade hier vorliegt, dachte ich mir, komm, ziehen wir es halt durch, okay? Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir, was euch nicht gefallen hat. Also ob es jetzt die Länge ist oder letztens hat jemand gesagt, kannst du nicht wieder schneiden. Also wenn ich die Overwatches schneide, dann kann ich sie nicht in dieser Geschwindigkeit bringen, wie sie kommen. Obwohl ich jetzt im Moment ja eh gerade runterfahre auf ein Video pro Tag wegen dem Urlaub. Aber ja. Die meisten waren dafür, dass ich nicht mehr schneide, die Overwatches, weil sie dann noch kürzer sind, erstens, und zweitens, man das nicht so gut verfolgen kann, weil ich halt wirklich dann nur die Stellen reinschneide, die für mich sinnvoll waren und euch dann möglicherweise Dinge fernbleiben, also Informationen wegbleiben, die vielleicht interessant gewesen wären. Und deswegen habt ihr mich damals überzeugt, nicht mehr zu schneiden. Und damit waren eigentlich alle zufrieden, aber ich will einfach zwischendurch mal wieder fragen. Und wisst ihr was? Einer, der jetzt noch da ist, oder an alle, die jetzt noch da sind, da geht jetzt eine Man of War, so eine Negaverino Bambino. Hallo. Ich muss, guck mal da. Die ist schon nicht schlecht. Also wenn die jemand haben möchte, kann er einfach jetzt noch hier an den Schluss War schreiben. W-A-R. Einfach noch irgendwo hin, mitten in den Kommentar oder ans Ende. Es sollte nur keinen Sinn, das Wort darf keinen Sinn erfüllen. Also wenn ihr schreibt, ich war im Zoo, dann werde ich dieses War wahrscheinlich nicht erkennen als War. Also von daher, ihr müsst das schon irgendwie geschickt einbauen. Gut, Leute, vielen Dank. Macht's gut. Ciao, ciao.